Hallo Leute, da ist wieder der Stefan von Outdoor Chiemgau. Heute mit einem neuen Video zum Thema Blackout. Und zwar, mir wird immer wieder hier in die Kommentare, Blackout ist in Deutschland gar nicht möglich. Und ich will euch mal an einem realen Beispiel zeigen, wie knapp wir bereits vor einem Blackout standen. Und zwar, da reden jetzt nicht von den Sachen, die jetzt im Juni passiert haben, wo wir bei 49,8 Hertz waren, was ja noch nicht wirklich dramatisch ist, sondern wir reden davor, dass wir um 0,01 Hertz am Blackout vorbeigeschrammt sind. Was war passiert? Der Fehler begann im Emsland, in Papenburg, und innerhalb von 14 Sekunden waren 15 Millionen Leute in Europa ohne Strom, bis nach Spanien runter. Also oben Norddeutschland, Problem, Spanien unten, kein Strom mehr. Ein Netz, ein europäisches Netz. Es war kein Hackerangriff oder sonst was, sondern es war ein Kreuzfahrtschiff, die Norwegian Pearl. Und dazu gibt es einen super Bericht von der Bundesnetzagentur, der liest sich wie ein Krimi, ist echt toll. Und genau diesen stelle ich euch vor. Wenn ihr wissen wollt, wie knapp wir am Blackout entgangen sind, wie einfach das eigentlich geht, ein Blackout zu produzieren, ja dann bleibt einfach dran. Ich wurde in letzter Zeit sehr häufig gefragt, wann ich aus dem Antwort. Aber beginnen wir mal von ganz von vorne. Also was ist passiert? Die Werft in Papenburg, die Meierwerft, ziemlich bekannt, hat ein neues Schiff fertiggestellt, die Norwegian Pearl. Und um diese von Papenburg in die Nordsee zu bringen, muss die durch den Emskanal. Der wird dann aufgestaut etc. Und ursprünglich geplant war der 5.11.2006 um 1 Uhr diese Überführung zu tätigen. Man muss dazu wissen, dass über diesen Emskanal eine 380.000 Volt Hochspannungsleitung drüber geht. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, die Hochspannungsleitung ist irgendwo da oben und das Schiff ist ja auch relativ hoch und hat oben nur Schornsteine, und das heißt, die Differenz zwischen den Schornsteinen und den Leitungen ist ziemlich minimal und es könnte zu Blitzüberschlägen kommen, und deswegen gehen wir einfach dann hier und sagen, okay, schalten wir lieber aus Sicherheitsgründen aus, damit sowas nicht passiert. Es wird auch regelmäßig gemacht, war bis jetzt auch nie ein großes Problem. Wenn dann alles stromlos ist, gibt E.ON eine sogenannte Verfügungserlaubnis und das Schiff kann dort passieren. Dauert so 2 bis 4 Stunden, dann wird der Strom wieder eingeschaltet und alles ist wieder gut. Also wie gesagt, 5.11. war geplant, um 1 Uhr morgens. Am 27.10. hat E.ON die vorläufige Erlaubnis erteilt, weil sie gesagt haben, wir haben alles durchgerechnet. Wir haben eine N1-Berechnung gemacht. Die N1-Berechnung ist quasi zu jedem größeren Stromverteil, also ich glaube bis 20.000 Volt, müssen mindestens 2 Leitungen gehen, damit, falls eine Leitung ausfällt, nicht der Strom ausfällt, sondern halt über die andere Leitung weiterläuft. Gut, dann am 27.10. wurden das eben mit der einen Seite, da haben die Niederländer, die TNT, und auf der anderen Seite ist RWE, wurde das mit denen besprochen, die haben sich das auch durchgerechnet und kamen zu dem Schluss, okay, die Netze werden belastet sein, aber alles noch im normalen Bereich, also kein Problem. Gut, die Niederländer haben sogar hergegangen und gesagt, okay, wir reduzieren einfach zu diesem Zeitpunkt die Leistung, die hier in die Richtung geschickt wird, um 350 Megawatt. Dann haben wir nur mehr Sicherheitspolster, wenn irgendetwas sein sollte. Also, alles war gut und kein Problem. Eigentlich. Wäre da nicht jemand bei der Meierwerft so schlau gewesen und gesagt, wir haben früher fertig, wir würden gern um 22 Uhr die Überführung machen, nicht um 1 Uhr morgens. Also vorverlegen auf den 4.6. 22 Uhr, also um 3 Stunden vorverlegt. E.ON hat also dann die Lastverhältnisse analysiert und festgestellt, hey, in unserem Netz ist das eigentlich sogar besser, da ist die Last kleiner, wunderbar, das machen wir so. Leider vergaß man, das TNT, also die Niederländer und RWE mitzuteilen an diesem Tag. Es war ja nur ein Tag vorher, wo die das wollten, und man hat es halt nicht gleich weitergeleitet, sondern erst am 4.11., also am gleichen Tag, zwischen 18 und 19 Uhr, hat man dann die anderen beiden mitgeteilt. Übrigens, wir schalten nicht um 1 Uhr ab, sondern 3 Stunden früher. Tja,
Jetzt haben wir in Deutschland das Problem, die Strombörsen schließen um 16 Uhr. Das heißt, die Verträge sind geschlossen, wie viel Strom wo wie durchgeleitet wird. Und da kommen wir nicht mehr weg. Also die TNT konnte quasi nichts mehr reduzieren und auch die anderen nicht mehr. Man hat sich dann auf ein paar kleine Maßnahmen verständigt, um das Ganze trotzdem noch im Rahmen zu halten. Was man aber vergessen hat, dass manche Netzelemente wegen Wartungsarbeiten nicht einsatzbereit waren. Aber dazu kommen wir dann noch. Zum Beispiel die Verteilerstation in Borken nennt sich die, die quasi nicht von Nord nach Süd durchlaufen lassen konnte, den Strom, weil der eben gerade gewartet wird. Aber nichtsdestotrotz, um 21:30 Uhr erteilte man die Genehmigung, obwohl die Last hoch war, aber es war noch im Rahmen. Aber was ist dann passiert? So, um 21:38 Uhr haben wir dann abgeschaltet und der Strom verteilte sich auf die südlicheren Leitungen, wie gehabt. Um 21:39 Uhr, also eine Minute später, kamen die ersten Warnmeldungen bei E.ON ein, dass das Netz stark belastet ist. Aber da kurzfristig 25% einmal erlaubt sind, noch alles im Rahmen. Trotzdem haben sie 2 Minuten später um 21:41 Uhr bei RWE angerufen und gesagt, ist denn auch wirklich alles in Ordnung? RWE hat gesagt, wir haben eine Einsrechnung gemacht. Die Strecke Landsbergen-Werndorf ist der Strom momentan bei 1780 Ampere, bei 1800 ist die Meldestufe und bei 1980 ist die Schutzgrenze. Also stark belastet, aber noch machbar. Also hat um 21:42 Uhr E.ON die Erlaubnis erteilt, Schiff frei. Zwischen 21:46 Uhr und 21:52 Uhr gab es dann diverse Telefonate zwischen E.ON, RWE und Vattenfall, weil die wussten bis zu dem Zeitpunkt ja noch von gar nichts. Die wurden ja nicht informiert. Haben aber gemerkt, dass die Situation angespannt ist und wollten nicht wissen, was ist los. Um 22:05 Uhr kam es dann, wie es kommen musste. Es wurde plötzlich eine zusätzliche Last von 100 Megawatt draufgeschaltet. 100 Megawatt haben 160 Ampere, das heißt, jetzt war plötzlich auf dieser Leitung Landsberg-Werndorf über 1900 Ampere. Um 22:07 Uhr hat dann E.ON gesagt, ach, wir müssen irgendwas machen und hat dann um 22:10 Uhr und 11 Sekunden so 50 Megawatt, also rund 80 Ampere, umgeschaltet auf eine andere Leitung. 22:10 Uhr und 11 Sekunden. Es war aber bereits zu spät, weil um 22:10 Uhr und 13 Sekunden hat die automatische Schutzeinrichtung abgeschaltet. Könnt ihr euch vorstellen, wie die Haussicherung, die ihr habt? Die fliegt dann einfach und dann ist die Leitung tot. So simpel ist das Ganze. Man sieht das hier auf der Folie, ich habe es mal raus da. Ihr seht also hier diese ganz rote, seht ihr dann um 21:38 Uhr ist, wie gesagt, die ausgeschaltet. Die andere hat sich dann eben kurz mehr Strom gehabt und die blaue Leitung, seht ihr, die war dann einfach viel, viel stärker belastet. Und dann plötzlich so um 22:05 Uhr ist ein leichter Anstieg dabei bei dieser. Ja. Und deswegen wurde die dann abgeschaltet. Um 22:10 Uhr und 15 Sekunden war die ebenfalls Leitung Bielefeld-Gütersloh, die ja auch schon überlastet war, hat dann da die Sicherung geflogen, weil jetzt natürlich noch mehr Strom drüber floss, nachdem die andere abgeschaltet hat. Und so ging das von oben nach unten durch, Echterdissen, Elsen, Paderborn, Süd, Gütersloh, bis nach runter, Burgau-Redwitz, Etzenbericht-Schwandorf, Mechlenreuth-Schwandorf, Schwandorf-Peindlingen. Ihr seht es also selber an die Punkte, das ging quer durch komplett Deutschland. Ging plötzlich ein Riss, die alle der Reihe nach abgeschaltet haben. Also wir hatten jetzt einen Ausfall quer durch Deutschland, nach Österreich, Kroatien, Ungarn und weitere Länder. Binnen 14 Sekunden. In 14 Sekunden kann ich nicht wirklich großartig reagieren, irgendwas dazuschalten oder sonstiges. Und daraufhin verfiel oder zerfiel das Netz, das europäische Netz, plötzlich in drei Teile. Jetzt ist es ja immer so, ich habe euch ja gesagt, es muss immer eine Waage sein zwischen dem, was wird produziert und was wird verbraucht. Und jetzt kam es quasi folgendermaßen, jetzt muss ich nachschauen, dass ich ja nichts Falsches erzähle.
In Südeuropa ist dann die Netzfrequenz von 50 Hertz auf 49,7 runter. Ich zeige euch mal diese Tabelle. Das heißt, hier wurde die Stufe 1 erreicht. Man hat also zusätzliche Erzeuger und vor allem die Speicherkraftwerke gestartet, um dieses Thema wieder auszugleichen. Ist also noch im Rahmen. In Westeuropa hatten wir aber plötzlich nur noch 49 Hertz. Und das heißt, hier wird die Stufe 2 gezogen und die Stufe 2 bedeutet, 10 bis 15% aller Abnehmer werden vom Netz genommen. Und deswegen ist es passiert, dass plötzlich der Spanier das Haus finster war in der Nacht. Weil eben in ganz Europa 10 bis 15% vom Netz genommen werden. Das nennt man einen Teilblackout. Also nur keinen richtigen Teilblackout. Aber es war auch noch nicht die schlimmste, das hat man auch noch unter Kontrolle gebracht nach einiger Zeit. Was aber richtig schlimm war, das war Osteuropa. Also das heißt der Osten Deutschlands, der Osten Österreich und dann rüber eben Polen, sonstiges nur. Und die hatten das Problem, hier hat man quasi mehr Erzeuger wie Verbraucher und dann ist die Netzfrequenz plötzlich auf 51,4 Hertz hochgestoßen. 51,4 Hertz ist 0,1 Hertz unter 51,5 Hertz. Und bei 51,5 Hertz heißt es ja so schön, also zuerst mal bei 51 Hertz, neue Kraftwerke gehen vom Netz, müssen aber 90 Minuten in Bereitschaft bleiben und ältere Kraftwerke werden ausgeschaltet. Das ist also schon passiert. Bei 51,5 werden alle Kraftwerke vom Netz genommen werden, die irgendwie regelbar sind. Ob die dann wieder zum Starten gewesen wären, das weiß man nicht. Das heißt, hier war man wirklich in diesem Bereich, in diesem ganzen Bereich, kurz vor einem Blackout. Weil wenn die Kraftwerke mal runtergefahren haben, ob man die dann wieder hochbringt oder ob man dann einen Schwarzstart machen muss, das ist das Risiko an der Geschichte. Das heißt, hier um 0,1 Hertz, das ist gar nichts. Diese Schwankung haben wir minutenweise locker drin. Waren wir am Blackout. Gott sei Dank hat man eben das Glück, man hat also sofort die Blockheizkraftwerke vom Netz genommen, Windkraft, Solar war ja sowieso, es war ja abends sowieso nicht da. Und hat es dann also geschafft, das relativ zügig wieder zu reduzieren. Aber wie ihr in der Tabelle sehen könnt, ich schaue jetzt mal selber gucken, haben wir nach wie vor ungefähr bei 50,4 Hertz, aber es ist wieder im Rahmen gewesen. Aber wie gesagt, hier diese kurze Spitze hätte einen Blackout verursachen können. Und das ist, warum ich gesagt habe, da waren wir am Haaresbreite daran vorbeigeschrammt. Genau. Es gab dann auch noch die Probleme, dass dass die Windkraft sich bei 49,5 Hertz abschaltet, eben um die Windräder zu schützen. Aber wenn man da wieder drüber kommt, dann schalten sie sich die automatisch wieder ein. Also da hat man dann auch noch gewisse Regelprobleme gehabt. Gut, also ihr habt es gesehen, wir hatten einiges an Probleme. Und ab 22:34 Uhr hat man dann wieder versucht, die Netze oben, also Westen und Norden oben zusammenzuschalten. Aber die Differenz war zu groß und das hat man dann x-mal machen müssen, bis das dann tatsächlich geklappt hat. Und das Problem war, man hat es zwar dann zusammengeschaltet, aber die Netze waren ja immer nur so überlastet und plötzlich haben Teilbereiche des Netzes wieder abgesprungen. Und das musste man dann wirklich mehrfach machen, das ging dann relativ gut. Innerhalb von 15 Minuten hat man das tatsächlich wieder synchronisieren können, weil die beiden Netze ja ungefähr gleich waren. Wie gesagt, wäre das eine Netz ausgefallen, wären wir über die 51,5 gewesen, hätte es anders ausgeschaut. So, es ging dann noch weiter, die haben dann also nur mehr eine Stunde gebraucht, um alles wieder unter Kontrolle zu bringen. Wie gesagt, es fielen immer mal wieder Leitungsnetze aus und bis dahin waren eben 15 Millionen Leute ohne Strom. Bis dann alles wieder zu 100% funktioniert hat, hat dann also bis 1 Uhr morgens gedauert, also rund about 3 Stunden war dieser Teil-Blackout in Europa da. Warum ist es denn eigentlich passiert? Nun zeige ich hier diese Liste. Diese Strecke Landesberg nach Währendorf ist auf der einen Seite von E.ON abgesichert. Und ihr seht, der Schutzgrenzwert bei E.ON ist bei 2550, bei RWE nur 1995. Das hatte E.ON aber nicht berücksichtigt, weil es keine N1-Rechnung durchgeführt haben. Das ist ungefähr so, wie als wenn ihr in einem Sicherungskasten eine 32 Ampere Sicherung habt und eine 16 Ampere und da eine rechnet mit 32 Ampere und der andere hat aber nur 16er.
das fällt definitiv mal schnell zum Ausfall. Und genau das ist quasi passiert. Er hat gesagt, dass die Windkraftanlagen dann nur getrennt haben. Und ihr müsst überlegen, es war im Jahr 2006, da hatten wir noch nicht viele Windkraftanlagen. Da hatten wir auch noch lange nicht so viele Photovoltaikwerke. Und wir hatten viel mehr Atomkraftwerke. Das heißt, 2006 war das Ganze handelbar. Würde das Gleiche heute passieren, wo wir viel mehr Windkraft haben, viel mehr Solar, gut, die ist am Abend nicht da, aber die Windkraft hätte viel mehr zugeschaltet und viel mehr abgeschaltet. Sprich, und wir hatten dann immer diese Atomkraftwerke, die das auffangen können, und die wären ja noch weniger. Und deswegen, wenn das gleiche Hype passieren würde, dann hätten wir ein Blackout gehabt. Ob in ganz Europa oder nur ein Teil, ist eine andere Frage. Aber das können wir nicht mehr leisten, was damals passiert ist. Heute haben die Netze viel mehr belastet, viel mehr Zappelstrom drinnen. Da gibt es einige Videos von mir zu dem Thema. Und deswegen heute wäre es ein Blackout. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, das war ein Kreuzfahrtschiff, da wurde eine Leitung ausgeschaltet und man war darauf vorbereitet, eigentlich. Und es ist trotzdem passiert. Jetzt könnt ihr euch mal vorstellen, was ein Hackerangriff bedeutet, der vielleicht auf die Leitungsnetze geht und vielleicht nicht nur ein Netz, wo man unvorbereitet ist, abschaltet, sondern vielleicht mehrere. Dann haben wir ganz schnell unseren Blackout. Es muss ja nicht einmal ein Hackerangriff sein. Er hat zu den Hackern vielleicht noch eines gesagt. Vor kurzem hat ein Energieversorger in Stuttgart einen Test gemacht und hat sogenannte White-Hacker, also das sind die Hacker, die quasi Schwachstellen aufspüren, aber nichts kaputt machen, beauftragt ins Systemnetz ein, bei ihnen einzudringen. Das ist auch nach wenigen Monaten gelungen. Und er hat ihm gesagt, naja, 300 Energieversorger haben aber die gleiche Software wie sie. Das heißt, ist die erste geknackt, sind die anderen natürlich nur noch Formsache. Und schaltet man 300 Betreiber gleichzeitig ab, sinkt die Herzfrequenz massiv und wir haben unseren Blackout. Es muss aber nicht der Hacker sein, es kann auch eine Naturkatastrophe sein. Siehe 2005 im Münsterland, da haben sich zwei Masten überlegt, oh, das ist mir zu viel Schnee, ich lege mich mal um. Und dann haben 250 weitere Masten gedacht, hey, ist eine coole Idee, da machen wir doch glatt mit. Und so lagen plötzlich 250 Masten am Boden. Und auf deutscher Seite über 500.000 Leute und im Ausland ebenfalls nochmal 500.000 Leute waren teilweise bis zu 10 Tage ohne Strom. Also auch sowas kann passieren. Und deswegen empfehle ich euch, wer es noch nicht gemacht hat, an meiner Blackout Challenge teilzunehmen, um einfach mal zu sehen, bin ich vorbereitet, bin ich nicht vorbereitet, kann ich dem Ganzen halbwegs gelassen entgegensehen oder sollte ich mich dringend vorbereiten. Gut, wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt, ab in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich mit einem Like freuen. Und ansonsten sage ich danke fürs Zuschauen. Führt euch bis zum nächsten Video. Euer Stefan von Outdoor Kimber. Servus.